Oh nein, Freunde, wir haben ein riesiges Problem mit Simokris City. Mein Haus geht kaputt. Schaut euch das mal an. Dort ist ein riesiges Enderportal. Und aus diesem Enderportal kommen irgendwelche komischen Mutanten. Endermutanten. Riesen Endermans und riesen Schalkerkisten. Ja, und die bekämpfen sich. Junge, ja. Die machen hier alles kaputt. Alles in Simokris. Ey, Leute, gleich ist es soweit. Gleich kommen die doch zu uns. Wir müssen die ganz schnell weg. Renn um euer Leben. Ich hab deine letzten 3 Goldäpfel aus deiner Truhe genommen. Komm, wir rennen weg. Leute, die vollste Flugzeuge, lass uns abhauen. Ich wurde weggeschleudert. Mein Flugzeug wurde zerstört. Leute, rennt um euer Leben. Rennt um euer Leben. Schnell, schnell, schnell. Freunde, rennt. Oh, schaut mal. Wir sind bei der Flugstation angekommen, beim Flughafen von Simokris City. Ey, ich habe, glaube ich, eine Idee. Die ganzen Mutanten, die werden immer mehr und wir haben nur eine Möglichkeit, um hier abzuhauen. Und das ist ein riesiges Flugzeug zu bauen. Oder denkst du, wir können hier irgendwie rein? Vielleicht können wir hier irgendwie rein. Lass uns mal schauen. Vielleicht können wir ein Flugticket uns holen. Let's go. Freunde, dieses Enderportal in Simokris City, das wird immer größer. Das heißt, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt mit dem Flugzeug abhauen, okay? Wir fliegen jetzt. Wohin wollen wir fliegen? Nach Madeira. Nach Pupsihausen? Nein, nicht nach Pupsihausen. Wir fliegen nach New York, Leute. Ja, let's go. New York? Nein. New York ist gut, let's go. Doch, wir fliegen nach New York. Ey, wo sind hier? Hier ist ja keiner. Ich glaube, die sind alle schon abgehauen, die ganzen Flugzeuge. Ja, glaube ich auch. Dann baue ich mir halt ein eigenes Flugzeug und fliege selber nach Pupsihausen. Ey, warte mal. Wo sind denn die ganzen Leute hier? Hier ist keiner mehr. Ey, Leute, ich glaube, die ganzen Flugzeuge sind schon abgehauen, weil die ja alle schon mitbekommen haben von dieser riesen Invasion in Simokris City. Und wir sind die letzten Überlebenden hier vorne noch in der Stadt. Das ist gar nicht gut. Ja, denkst das du, kann wirklich gut denk sein. Denkst du, Lucky, Nelly und Orc sind auch schon abgehauen? Hallo, ja, unsere Freunde. Oh nein, jetzt sind wir ganz alleine. Was machen wir hier im riesigen Flughafen, Leute? Ey, Leute, hier oben ist ein Flugzeug, aber da kommen wir niemals ran. Das ist viel zu weit oben und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich dich hochschmeißen, okay. Komm her. Und komm, versuch es. Junge, du bist zu schwer, Luke. Komm, kommst du an? Okay, du bist ein Dicker hier, Alter. Das schaffen wir nicht. Ey, Leute, ganz ehrlich, das Flugzeug ist, glaube ich, eh kaputt, weil das ist da oben bei der Reparatur. Wir müssen irgendwie zum Flughafenplatz, wo die ganzen Flugzeuge starten. Okay, Leute, ich würde sagen, wir suchen den schnell. Vielleicht ist der da hinten irgendwo. Oh, hier vorne sind die Schalter. Ja, let's go, es geht nach Simokris City 2.0. Wir springen da einfach rüber, weil hier arbeitet eh keiner. Ja, hier ist eh keiner. Komm, let's go, wir springen da einfach schnell rüber. Ey, Leute, ich habe echt die Befürchtung, dass wir unser eigenes Flugzeug bauen müssen. Weil irgendwie ist hier kein einziges Flugzeug, was noch fliegt. Aber, okay, wie baut man ein Flugzeug? Keine Ahnung, aber wir müssen es schaffen, Alter. Wir gehen hier einfach durch die Schalter. Ey, pass auf, dass es nicht piept. Ey, jetzt gepiept, Lukas hat gepiept bei dir. Ja, ich habe ein bisschen Gold dabei, weißt du, hier, guck jetzt. Okay, ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt ein eigenes Flugzeug bauen beim Fluglandeplatz dort vorne. Dann lasst uns schnell dorthin gehen. Und dann bauen wir einfach eiskalt unser eigenes Flugzeug. Das muss richtig krass werden, damit wir wirklich am Schluss wegfliegen können, bevor die ganzen Mutanten kommen. Ja, let's go. Let's go, Leute. Ey, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Das Problem ist, hier ist kein Flugzeug mehr. Und normalerweise ist an dieser Schleuse immer ein Flugzeug. Und Leute, jetzt haben wir das Problem, wir haben gar keinen Kreativmodus. Das heißt, wir haben keine Materialien und wir können nicht fliegen. Wir müssen ein riesiges Flugzeug bauen. Und wir kommen da auch nicht runter. Ah, Billy. Was machst du? Billy, bist du verrückt? Au. Das hat okay. Leute, lasst alle Like da und ein Abo, damit wir jetzt ein riesiges Flugzeug platzieren, okay? Let's go, Freunde. Kommt schon. Mit eurer Hilfe kommen wir in den Kreativmodus und können ein riesiges Flugzeug bauen. Oh, für unsere ganzen Freunde. Pups. Oh nein. Leute, 3, 2, 1 und Like abonnieren. Let's go. Let's go, Leute. Schnell, schnell, schnell. Wow, Luke, wir sind im Kreativmodus. Wow. Billy, du auch? Ja, let's go. Es hat geklappt, Freunde. Billy? Ja, bin ich sogar. Du bist im Survival-Modus. Oh, nein, jetzt hat's geklappt. Okay, sehr gut. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich habe einen richtig guten Trick. Schaut euch das mal an. Bevor jetzt das Enderportal sich noch weiter ausbreitet und die Mutanten kommen und uns zerstören, schaut mal, was wir jetzt machen werden, okay? Guck mal, was ich jetzt eingebe, den Hacker-Command, Leute. Unten links gebe ich ein //shamload. Und wir geben ein Riesenflugzeug. Okay, Leute, mal schauen, ob das funktioniert. Das wird niemals klappen. Doch, es lädt gerade, Leute. Es lädt gerade. Warte, jetzt //space und Riesenflugzeug erscheine. Alter, Ukri. Wo bleibst du denn? Boom, ey, ich hab's euch doch gesagt, es funktioniert. Ich hab mir nicht geglaubt. Ey, Ukri, es hat wirklich funktioniert.
Was machst du denn hier? Was? Kollege, der wurde auch alleine gelassen. Ey, weißt du was? Ja. Wir retten dich im Flugzeug. Billy, lass ihn in Ruhe. Alter, hier ist Lava drin. Ich glaube, der Lava... Das Flugzeug ist ein bisschen zu klein. Ja, das ist, um das zu erhitzen, damit wir fliegen können. Aber das läuft raus. Wir müssen das ganz schnell hier zumachen. Das Flugzeug ist zu klein für mich. Billy, das Flugzeug ist größer als dein ganzes... Ich passt da niemals rein. Das Flugzeug ist größer als der Mukri City, Billy. Das ist der Welt rein, Junge. Das ist größer als der Mukri City. Das kann eine ganze Stadt sein. Schau dir das mal an. Junge, wie groß ist das, Leute? Damit werden wir auf jeden Fall wegfliegen können. Oh nein, hier vorne läuft Wasser aus. Was machen wir? Ey, du, komm mal her. Schau mal hier. Wo bist du? Hier ist Wasser, Alter. Das ist zu groß, ich weiß nicht, wo du bist. So, zack, weg damit. Und mal schauen, was drin im Flugzeug ist. Leute, hier ist komplett alles leer. Oh nein. Wo sind die Sitzplätze? Wir haben keine Sitzplätze, wir haben keine Fernsteuerung, kein Cockpit. Ist ja wirklich nicht. Für unser Flugzeug. Oh nein. Das kann ja gar nicht fliegen dann. Was machen wir jetzt? Wie soll das gehen? Wir müssen ohne Cockpit können wir ja gar nichts machen. Ohne Cockpit können wir gar nichts machen, ganz genau. Und ohne Sitzplätze auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein anderes Flugzeug suchen, Okri. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir bauen jetzt einfach hier in das Flugzeug ganz, ganz viele Sachen, wie zum Beispiel die Sitzplätze. Leute, lass uns Eisenblöcke schnappen. So, zack, wir schnappen uns Eisenblöcke. Oder am besten aus Diamanten, Junge. Guck mal, da vorne sind Diamanten. Wir machen das alles aus Diamanten. Nein, wir machen aus Gold. Nein, wir machen alles aus Pupsi. Auf keinen Fall. Das machen wir nicht, Leute. Am Schluss werden wir jetzt noch abstürzen mit dem Flugzeug, wenn das irgendwie aus Erde ist. Ja, das machen wir auf keinen Fall. Lass uns hier lieber alles aus Diamant machen. Oder ich würde sagen, jeder macht seine eigene Reihe, okay? Komm. Ja, Okri, jeder macht seine eigene Reihe. Ich mach lieber schon mal das Cockpit. Okay, dann mache ich hier vorne. Billy, du machst auch deine eigene Reihe, okay? Na gut. Ich mache meine Reihe hier vorne. Schau mal hier. Hier kommt meine Reihe hin. Und... Zack, hier. Deine Reihe ist doch da hinten. Nee, meine Reihe ist vorne. Okay. Nein, das darfst du nicht. Das ist meine Reihe hier dahinter. Hier, meine ist markiert. Oh, okay, ey, dann ist deine da vorne. Und Lu und Billy, deine ist ganz hinten. Ja. Meine ist hier. So, ich stab mir... Junge, was machst du da oben, Billy? Hä? Ja, ich bin einfach oben. Wie, du bist oben? Ich sehe, das macht gar keinen Sinn. Hier ist doch... Du musst bei den Fenstern bauen, Billy. Bei den Fenstern. Nein, hier. Ich brauche keine Fenster. Junge, der macht irgendwie so eine Noob-Reihe oder sowas. Oh Mann, ich mache jetzt hier aber einfach... Alter, wie riesig ist deine Reihe, Luke? Ihr übertreibst halt komplett. Zack, ich mache so. Und dann markiere ich den anderen Teil hier drüben. Und dann mache ich Slash Slash Fill. Zack. Wie? Oh nein. So, einmal so. Und dann... Weißt du, warum ich oben baue, Okri? Nee, warum baust du so weit oben? Hehe, damit ich auf euer Kopf pupsen kann. Was? Eklig! Boom, Leute! Let's go! Ich habe jetzt meine Diamantenreihe hier. Und hier kommen meine Diamanten-Sitzplätze. Nur als ob du nicht weißt, wie das geht. Du musst /Z Goldblock eingeben. Okay, Leute, jetzt kommen hier meine Sitzplätze hin. Wir brauchen ganz, ganz viele Stühle. Oder ey, wir machen so richtig VIP-Sitzplätze. Ja, let's go, es hat geklappt. Meins ist ein bisschen höher, weil ich bin einfach reicher. Ich dachte, das macht doch gar keinen Sinn, wenn die da oben sind. Hier sind doch die Fenster. Das muss eins runter. Nein! Luke, du musst das schon richtig platzieren. Okay. Junge, Billy, was machst du da oben über mir? Oh, hier ist nicht... Dein Platz ist da hinten. Dein Platz Nein, das passt schon. Billy, komm her, Alter. Dein Platz ist da hinten. Nein, ich möchte nicht. So, diesmal schaffe ich es. Billy, hör auf. Ich hier? Boah, Luke, Elias, hast es hinbekommen. Let's go, ich hab's geschafft. Ey, das ist eine riesige Goldreihe, was? Mann, Uri, wegen dir muss ich das jetzt entfernen. Ja, besser so, Junge. Guck mal, ich mach hier meine Sitzplätze hin. Das sind VIP-Sitzplätze, Leute. Einfach hier solche Sofas. Das ist voll der Blöde hier an. Solche Sofas habt ihr bestimmt nicht so wie ich. So, zack, 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 zack. Hier kommen meine VIP-Sitzplätze hin. Let's go, Leute. Luke, ich klau mir ein bisschen Teil von dir, okay? Ja, der ist eh zu groß, der Teil von Luke. Jetzt passt es. Nein, das ist meiner. Okay, ja, okay, das ist okay. Da habe ich immer noch den größten Teil. Luke hat den größten Teil. Doch, ey, aber Luke, ich mache hier noch eine zweite Etage, ne? Weil schau mal, hier vorne sind ja auch Fenster. Ich auch. Ey, Junge, das wollte ich schon machen. Du hast mich kopiert, aber sagtest, ich soll das abbauen. Hä, was redest du? Ich mache hier vorne natürlich eine zweite Etage, weil hier vorne sind ja auch Fenster. Du bist so ehrenlos. Komm mal, jetzt mal wie hier Set Diamantenblock. Und bam, wir haben unsere zweite Etage, Leute. Bevor wir aber unsere zweite Etage machen, lass mal hier vorne noch die Sofas auf die andere Seite platzieren. Okay, also hier zwei an den Fenstern immer entlang. Zack, zack, zack. Zack, Freunde, ich mache jetzt hier als erstes einmal so diesen Gang ein bisschen und dann mache ich hier alle meine Sitzplätze hin. Let's go. Boah, du machst da so einen Gang in das Flugzeug rein, oder was? Ja, genau. Hä, warum ist ein Gang auf dem Flügel? Das macht doch gar keinen Sinn. Das Flugzeug ist so groß. Das ist der Sicherheitsausgang. Ach so, okay.
Nur wenn das Flugzeug abstürzt, dann müssen wir da rausgehen. Ja. Ich mache hier mal eine kleine Wand hin, ne? Weil Luke, hier vorne darfst du nicht spicken. Ja, okay, dann baut mal ihr eure Wände dahin und ich. Warte mal. Zack, so. Dann baue ich meine Sofas hier weiter ein. Guck mal, wie cool das aussieht. Let's go, Freunde. Hast du gelbe sowas gemacht? Ey, ich finde meine blauen sind viel besser als deine gelben, ne? Sag ich dir ehrlich. Nee, gar nicht wahr. Doch, die sehen cooler aus als deine. Nein, die sehen cooler aus. So, und jetzt, bam, jetzt haben wir unsere Mauer hier vorne, Leute. Und jetzt kann keiner mehr bei mir spicken. Das jetzt macht ihr auch noch. Ey, und Freunde, wir müssen auch am Schluss, gemeinsam das Cockpit bauen, damit wir ganz am Schluss zusammen losfahren können, ja? Stimmt, also losfliegen. Das dürfen wir nicht vergessen, Ukri. Ja, wir müssen mit unserem Flugzeug losfliegen. Leute, das muss am Schluss wirklich funktionieren. Also, wir müssen auch abheben. Und das Ganze werden wir auch gleich noch bauen. Deswegen schaut es wie unbedingt bis zum Schluss. Wir werden am Schluss einfach eine Steuerung aus Redstone hinbauen, womit wir fliegen können. Das ganze riesige Flugzeug. Das XXL-Flugzeug. Und Leute, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, in 15 Minuten kommen die ganzen Mutanten-Mobs. Oh nein, gar nicht gut. Leute, wir haben nur 15 Minuten Zeit. Dann kommen die Mutanten-Mobs. Hä? Billy, was macht das überhaupt für einen Sinn? Vor allem, wir müssen uns richtig beeilen mit dem Flugzeug. Schnell, schnell, schnell. Macht alle euren Gang hier fertig. Guck mal, bei mir, okay. Ich habe hier schon Teppich am Boden und alles. Zack, hier. Sehr nice. Leute, ich bin schon fast fertig mit meinen Sitzplätzen, mit meinen Sofas. Wie sieht's bei dir aus, Luke? Ich bin auch schon fast fertig. Ich habe jetzt hier die erste Reihe und ich mache jetzt hier noch die in der Mitte. Ich hoffe, die von Billy, die ist nicht so richtig schlecht, Junge, weil ich kann mir vorstellen, dass die ist ultra gut. Ja, okay. Leute, ich hoffe, der baut nicht alles aus Pupsi, Junge. Am Schluss dann stürzt unser Flugzeug ab und das stinkt alles. Dann stinkt unsere ganze Reihe, Luke, wenn du alles aus Pupsi machst. Ja, das will ich auch nicht. Nee, das will ich auf keinen Fall, Freunde. So, zack, hier vorne müssen auch noch die Matten hin. Boom. Leute, das sieht so nice aus. Okay, wir schauen mal kurz bei Luke. Ey, aber Luke, Junge, warum ist das so riesig, dein Gang? Ich dachte, die sind immer an der Seite, die Sitzplätze, so ein bisschen an der Seite. Nee, die sind auch in der Mitte. Das ist ja riesiger Gang, den du da hast. Willst du nicht noch in dein Flugzeug noch andere Sachen reinbauen? Ich werde zum Beispiel mein Flugzeug... Ja, das kommt da vorne hin und auf die zweite Etage. Ach so, ja, okay. Also, sag direkt, ich werde aber hier in mein Flugzeug noch richtig coole Sachen reinbauen. Weißt du, wie? Was zum Beispiel? Was zum Beispiel? Ja, ich werde einen Fernseher reinmachen, Kino und alles was, drum das mach und dran. Ich auch rein. Ich mache sogar eine Bar rein noch. Ich glaube, weißt du, was ich auch noch reinmache? Ein Zoo. Ich mache einen Zoo. Ein Zoo, genau. Einen Zoo mit Tieren im Flugzeug drin. Ja, mit Tieren. Bist du verrückt, Luke? Okay, aber wir müssen die Tiere auch retten eigentlich. So vor den ganzen Monstern, die gleich kommen, von den ganzen Mutanten-Monstern. Das ist so ein bisschen wie die Arche Noah, unser riesiges Flugzeug, oder nicht? Ja, genau, aber halt nur als Flugzeug, nicht wie ein Boot. Ja, ganz genau, Leute. Wir müssen die ganzen Tiere, wir müssen alle retten aus dem Bookie City. Sag, let's go. Ey, Leute, wisst ihr, was ich richtig feiere? Vor allem so bei langen Flügen, wenn man richtig gemütliche Sitzplätze hat. Deswegen sind meine Sitzplätze auch richtig gemütlich. Und ey, weißt du, was ich mache? Ich mache jetzt hier einfach noch so Bette hin, wo man schlafen kann, okay? Was ein Bett? Ey, Leute, übrigens, unsere Songs gibt es mittlerweile auf Spotify, ne? Falls ihr das nicht wusstet. Hä, klar, das wussten die bestimmt, Leute. Falls ihr beide Diss-Tracks gegen The Blacky sehen wollt, Leute, unbedingt auf Spotify abchecken. Ja, den Pupsi-Song gibt's auch bei Spotify und den Lucky-Song gibt's auch bei Spotify. Und Leute, bald kommt der Hashtag-Team-Blau-Song, ja? Der wird der coolste aller Zeiten, denn da werde ich singen über die Hashtag-Team-Blau-Farbe und die einmal die Junge, rote Farbe dissen. Junge, bekomm meinen Pupsi-Bär-Song, der ich hab ist noch viel, keinen viel Song, soll ich auch mal einen Song machen? Luke muss auch mal unbedingt einen Song machen. Ey, aber Leute, bevor wir hier irgendwelche Songs oder über Songs weiterreden, dann müssen wir mal hier unser Flugzeug zu Ende bauen, ja? Wird mal Zeit. Leute, schnell, schnell, schnell. Ey, ich mach einfach eine Bettstation, wo man schlafen kann. Junge, wie cool wäre das, wenn man in einem Flugzeug schlafen kann? Also mit so einem riesigen Bett oder auch Toiletten, so richtig bequem. Es gibt, du musst nur genug zahlen. Oh, stimmt, sowas gibt es echt, Leute. Privatjets und so, ne? Aber das kostet bestimmt so 50.000 oder sowas, oder nicht? So ein Flug. Ich glaube sogar noch mehr, aber das mache ich immer, weil ich fliege immer mit Privatjets. Ja, stimmt, Luke ist richtig reich, Alter. Luke, ey, Junge, wie kannst du das alles leisten? Das ist halt normal für mich. Ah, also, okay. Ich kann nur Chicken Nuggets essen. Hä? Was ist das denn? Chicken Nuggets? Nee, kenn ich nicht. Ah doch, das kenne ich, das habe ich letztens im Fernseher gesehen. So ein Chicken Nuggets, was so singt, oder? Ja, oh yeah, mit dem Roblox-Gesicht. Ah ja, das ist übelst lustig, Leute. Ja, sing du mal, Billy. Ja, ich glaube, Billy kann selber nicht. Sorry. Billy, hast du gesungen oder was war das gerade? Ja. Ich glaube, der pupst auf sein Mikrofon gemacht. Vielleicht. Junge, Billy, bitte verschone uns. Verschone uns mit deinem Pups. Ja, bitte lass uns in Ruhe. Mir geht's gar nicht gut. Okay, Leute, ey, ich hab hier fast meine Bachelor zu fertig. Ich hab fast alles fertig.
sag, let's go, ich hab meine Sitzplätze fast fertig und da fehlt jetzt musst noch... Musst du wirklich aufwärmen, weißt du? Ich hab hier meine Schlafplätze fertig, die sind sowas von nice. Oder, warte mal, vielleicht doch nicht. Oder wie kann ich solche Hochbetten bauen, Leute? Ich baue hier einfach Hochbetten, Leute, let's go. Ja, so sieht's nice aus. Okay, und dann mache ich hier so Leitern ran. Das ist eine gute Idee. Freunde, habt ihr auch Hochbetten? Habt ihr auch Hochbetten bei euch? Nee, aber ich habe hier Truhen, da können die Leute ihre Sachen reinmachen. Ah, stimmt. Die Koffer muss man ja auch irgendwo hinpacken, ne? Genau. Zack. Ich brauche einen Abstellraum, Leute. Ich mache hier was Besseres als Truhen, glaube ich, gleich rein. Bevor wir aber Truhen machen, mache ich hier noch den Schlafplatz für alle. Und ey, Freunde, wann bauen wir das Cockpit zusammen? Wir müssen uns eigentlich rein? Ich weiß nicht, am Ende oder ganz am Ende, bevor wir losfliegen. Okay, alles klar. Abgemacht. Leute, aber gleich ist es soweit. Die ganzen Mutantenmonster kommen ja gleich. Ja, wir haben nicht mehr lange Zeit. Nicht mehr lange, Leute. Okay, hier vorne kommen meine Leitern hin. Zack. Ey, ich baue jetzt einmal ein Hochbett, Freunde. Let's go. Wie cool ist das denn? Ihr habt bestimmt kein Hochbett, so wie ich, oder? Nee, ich habe kein Hochbett, aber ich baue jetzt eine Bar hier hin. So, hier ist einfach dann mein Schlafplatz. Hier können die ganzen Gäste schlafen. Boah, let's go. Let's hui. Bam, Leute. Mein Schlafplatz ist fertig. Ey, der funktioniert nicht. Doch, der funktioniert. Zack, let's go, Freunde. Okay, was machst du, Luke? Ihr wisst nicht, was ich hier reinbaue. Wir müssen hier vorne noch so Türen reinmachen. Ich baue eine Achterbahn einfach rein. Was? Eine Achterbahn? Ja, übertreibst halt komplett, Luke, ne? Du bist doch nicht mehr bei Sinn, oder? Du, Mensch, Alter. Luke, nee, das geht zu weit. Was für eine Achterbahn. Nee, das ist gut. Bist du ernsthaft gerade? Ja, natürlich. Zack, ich baue hier rein. Okay, warte, ich mache hier vorne eine Tür rein, damit unsere Plätze auch verbunden sind miteinander. Wir hier einmal durchgehen können zum Cockpit, zum Piloten. Hier vorne kommt eine Schiebeglastür rein und jetzt können wir hier einfach durch. Und wuhu! Zack, Luke, du bist nicht. Alter, du machst hier wirklich eine Achterbahn rein? Ja, natürlich. Okay, wenn du eine Achterbahn machst, dann mache ich eine Wasserbahn. Ja, mach eine Wasserbahn, das wird auch richtig cool, glaube ich. Leute, das ist cool zum Flugzeug aller Zeiten. Ey, kennt ihr diese riesigen Yachten mit diesen ganzen Freizeitparken und alles dann drauf? So eine riesige Achterbahn auf einer Yacht, aber auf einem Flugzeug gibt es keine Achterbahn, ne? Stell euch, wir sind jetzt die Ersten, die sowas bauen. Wir sind die Ersten, die sowas bauen. Let's go. Okay, ich habe einen Schlafplatz. Wo soll ich meinen Wasserpark hin, Mann? Auf dem Telefon. Okay, Billy, alles gut bei dir? Nee, meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Was? No way. Du hast eine Freundin? Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast, Billy. Ja. Oder hattest? Ja, ich habe schon länger eine Freundin, schon seit 4 Jahren. Hä, war echt? So lange? Und warum hat die Schluss gemacht? Weißt du warum? Weil ich Pupsi gemacht habe. Aber du machst doch den ganzen Tag Pupsi, Billy. Ist doch was Normales bei dir. Ja, aber diesmal war er halt ein bisschen lauter und ein bisschen stinkvoller. Sag mir nicht Nuklear-Atombombe. Du bist der größte Pupser, den ich kenne. Ich sollte mir lieber jemand holen, der ein Diamant ist. Was? Warte mal, ich bin doch ein Diamant. Und weißt du, wie diese Person hieß? Nee, wie hieß die? Also die hieß, das kann ich nicht sagen. Okay, Billy, dann sag's halt nicht. Aber ey, die hieß Lea! Lea? Lea war mit dir zusammen? Ja, okay, das ist gelogen. Ich glaube nicht, dass die mit dir zusammen war. Ja, ich glaube auch, dass es dick gelogen ist. Das okay, ist Spaß, es war dir. Dir? Ey, das ist doch meine Frau. Ja, aber davor war sie mit mir zusammen. Stimmt gar nicht, der lügt, ey. Leute, glaubt ihm kein Wort. Ja, alles, was er gesagt hat, ist gelogen. Oh, stimmt wirklich. Hier vorne kommen blaue Zäune bei mir rein und ich glaube, jetzt habe ich hier guten Platz eigentlich, um meine Wasserbahn reinzubauen. Oh yeah, meine Wasserbahn für mein Flugzeug, zack, Leute. Ich hab schon fast die Hälfte hier fertig. Geh jetzt hier nochmal hier lang, zack, einmal hier, einmal so. Dann hier muss ich aber so, ich schnapp mir Diamantenblöcke, Leute. Und jetzt kommt hier die Wasserbahn. Machst du deine Achterbahn, Luke, die ganze Zeit? Ja, genau. Komm mal rüber, kannst du dir mal angucken. Weil ich schaue mir die ganze kurz an und dann... Boah, was? Die ist ja richtig hier... Wow. Nicht, was aber hier aus dem Flugzeug fliegt oder aus dem Fenster. Nein, das ist super sicher alles. Das ist alles getestet von Stift und Warentest. Okay, hoffen wir mal, dass es alles sicher ist. Waren- und Stifttest. Was? Billy, das heißt Warentest, Junge. Ich hier vorne, ey, Luke, das ist voll die gute Idee, aber ich mache hier so blaue Teppiche. Du weißt, ich habe blaue. Probier's jetzt einmal aus. Zack. Let's go. Warte mal, ich will auch die Achterbahn mit dir fahren. Jo, wie schnell. Let's go, das macht super Spaß. Zack. Ich will auch die Achterbahn mit dir fahren. Zack, let's go. Und hier muss ich testen, wo fliegt man hin? Ich fahre in die andere falsche Richtung. Aber die ist die so im Kreis oder was, die Achterbahn? Nee, die ist nicht im Kreis, aber ich baue die gerade noch fertig. Zack und in die andere Richtung. Einfach eine Achterbahn im Flugzeug von Luke. Ey, das ist sowas von cool. Und hier bin ich noch nicht fertig. Okay, dann mach mal schnell fertig. Ich mach dann meine Wasserbahn so lange fertig, okay? Ja, kannst du machen. Wir haben nur noch 8 Minuten Zeit. Nur 8 Minuten Beeilung. Jetzt weiß ich, ich lande hier.
So, vorne. Hier vorne kommt ganz, ganz viel Teppich hin. Zack, 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 zack. Ey, der Teppich ist sowas von bequem. Der macht das alles viel, viel gemütlicher. Und ich habe die Koffersachen auch noch gar nicht hingepackt fürs Flugzeug. Also, wo die ganzen Koffer reingepackt werden, das muss ich auch noch machen. Also, mein Teil wird ein First Class. First Class? Ey, bei uns ist allen First Class. Alles ist hier krass. Ja, so, Kristallschuhen rein. So, die kommen hier oben rein. Let's go. Ey, Leute, schaut mal, was ich hier für coole Truhen habe. Einfach Kristalltruhen. Habt ihr sowas auch? Nee, ich habe normale Truhen. Brauche ich aber auch nicht. Kristalltruhen. Let's go. Oh, oh nein. Zack, und jetzt zum Ende. Hier nochmal. Richtig schön. Richtig hoch. Zack. Ist auch nochmal höher. Zack. Du baust deine ganze Achterbahn. Ich baue jetzt meinen Wasserpark, Leute. Und aber erstmal machen wir hier noch die Koffer fertig. Zack, 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 zack. Und hier können die ganzen Leute ihre Koffer einlagern. Ich glaube, das ist richtig gut gemacht. Geht's dann. Runter, zack. Freunde, solange er die Achterbahn weiterbaut, muss ich jetzt auch endlich mal zum Wasserpark kommen, Leute, die ich hier reinbauen werde. Ich liebe Wasser, weil Wasser ist blau. Und blau ist die beste Farbe. Und übrigens, ich habe ja schon gesagt, bald kommt ein Wassers... nicht ein Wassersong, sondern ein Team Blau-Song. Und ich habe mir gedacht, ich werde ihn bestimmt fertig kriegen. Aber ich brauche dafür noch ein bisschen. Deswegen kommt er am 1. Juni, okay, Leute? Stellt euch das Datum, schreibt es auf im Kalender. Da kommt der Team Blau-Song. Und jetzt brauchen wir hier vorne mal eine kleine Leiter. Einmal nach unten. Kommt hier vorne hin. Denn, Freunde, wir müssen hier vorne eine Leiter hinbauen, damit man auch die Etage wechseln kann, sozusagen. So, wir schnappen uns eine Leiter. Und wir nehmen am besten hier vorne die eiserne Leiter. Die haben wir ja eben schon benutzt. Und zack, 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 zack. Oh, falsche Seite. Ist hier auf die Seite. Was macht Billy da, Junge? Leute, habt ihr es gehört? Ich glaube, Billy geht's gar nicht gut. Der ist echt in letzter Zeit verrückt geworden, Freunde. Ich bin auch echt gespannt, was der gebaut hat. Das müssen wir uns auch gleich noch anschauen. Was denkt ihr, was der gebaut hat, Freunde? Ich hoffe, seine Station ist auf jeden Fall gut geworden. Weil wenn nicht, dann stürzen wir ab, Junge, am Schluss. Und das wäre gar nicht gut, Leute. Und gleich bauen wir noch zusammen die Steuerung alles hin. Deswegen schaut das Video bis zum Schluss. Das wird richtig cool. Okay, wir haben jetzt alles verbunden. Wir haben hier Teppiche hingemacht, damit es auch schön gemütlich ist. Und jetzt brauchen wir unseren Wasserpark. Und wir machen hier so eine richtig coole Rutsche rein. Ich würde sagen, die kommt hier vorne hin. Hier passt es eigentlich sehr gut. Eigentlich muss die Wasserrutsche oben starten. Deswegen nehmen wir hier vorne. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Leute, das ist die Idee des Tages, Leute. Vertraut mir. So, zack. Wir machen hier erstmal, bauen wir hier ganz nach oben. Let's go. Das wird so cool aussehen. Und wir machen keine Wasserrutsche. Wir machen ein Schwimmbad hier rein. Hier kommt so eine kleine Leiter rein. Zack, zack, zack. Und jetzt kann man hier hochklettern. Uhu. Und wenn man hier ganz oben angekommen ist. Oh, wir müssen eins runter machen, damit man hier auch springen kann. Kann man hier einfach runterspringen. Haben wir auch so ein Springbrett? Nee, haben wir leider nicht. Wisst ihr was, dann bauen wir einfach selber eins rein. Wir schnappen uns eine Stufe. Zack. Wir brauchen dafür Schleimblöcke. Uhu, let's go. Wir machen hier einmal einen Sprung von hier vorne rein. So. Und es kommt ein Sprung hier ganz nach oben, Leute. Und das sind hier locker. Alter, wie viel ist das, Leute? Sind das hier 10 Meter? Yo, guck mal, bis hier ganz nach unten sind locker 10 Meter. Und das hier sind ungefähr 7,5 Meter. Und man kann sogar hier vorne eigentlich noch ein Sprungbrett hinmachen. Ja, oder? Das passt perfekt. Dann haben wir hier ein Sprungbrett und hier vorne auch noch eins. Let's go, Leute. Und dann kann man hier einfach runterspringen. Juhu. Das ist der Dreier, das ist der 7,5er und das ist der 10er. Und wow. Aber jetzt landet man natürlich noch auf dem Boden. Wir brauchen hier unten ganz, ganz viel Wasser, Leute. Und dafür machen wir jetzt unseren Pool hier vorne rein. Der wird sowas von cool. So, let's go. Wir machen hier ein paar Stufen hin. Und hier kommt unser Pool rein. Und wir können ja gleich auch noch in unserem Schwimmbad, in unser Schwimmbad so eine Rutsche reinbauen. Ich meine, wir haben jetzt ein Sprungbett schon. Ein Sprungbrett. Aber wir haben noch keine Rutsche. Das können wir ja eigentlich auch noch reinbauen. Einfach einen Pool hier neben den ganzen Sitzplätzen. Ich weiß nicht, ich hoffe, man wird hier nicht nass. Ist eigentlich ganz leicht, hier nass zu werden. Eigentlich nicht zu lassen. Wir machen das mal nicht zu groß im Pool. Okay, hier vorne reicht es so. Dann einmal hier so rum. Und dann nehmen wir uns ganz, ganz viele Stufen. Und die Stufen kommen hier vorne überall hin. Zack, 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 zack. Damit man hier auch nicht draufklettern kann. Und let's go, Leute. Jetzt haben wir hier überall Stufen hin platziert. Oh, wir müssen uns beeilen. Mein Flugzeug muss fertig sein. Und mein Bereich muss auch der coolste werden. Luke hat eine Achterbahn, aber mein Bereich wird cooler, Freunde. Das dürfen wir ihm natürlich nicht verraten, dass ich hier so einen riesigen Pool reinbaue. Ey, wenn er das gleich sieht, der wird bestimmt richtig geschockt sein. Der wird sich denken, oh, das ist viel cooler als bei mir. Und übrigens, bewertet auch gleich, welche... Oh, oh nein, gar nicht gut. Welcher Bereich am coolsten ist vom Flugzeug. Der Diamantenbereich, Goldbereich oder der Pupsi-Bereich. Let's go, wir haben unseren Pool fertig gebaut. Wir schauen uns hier gleich die anderen Bereiche an. Also keine Sorge, Leute. Und... Boom, man kann hier runterspringen jetzt. Das ist sowas von nice. Okay, Leute, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Wasserrutsche. Aber können wir die hier irgendwie überhaupt noch reinmachen? Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir die reinmachen könnten. Wir könnten die eigentlich theoretisch hier vorne reinmachen. Mit bisschen Fantasie könnten wir es schaffen, Freunde, hier vorne eine kleine Wasserrutsche reinzumachen. Dafür müssen wir aber hier vorne einmal eine Leiter hinbauen. So, hier, zack, 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 zack. Und dann kommt hier eine Leiter hin.
Dann kann man hier so hochklettern. Und dann nehmen wir uns Boote. So, wir nehmen uns eine Truhe. So, die Diamantentruhe schnappen wir uns, Leute. Und die kommt dann hier vorne hin. Und hier kommen jetzt ganz, ganz viele Boote rein. Woo, let's go, damit wir genug Boote haben für jeden Gast. Welcher unsere Rutsche hier rutschen will, Leute. Und die bauen wir jetzt hier vorne hin, unsere Rutsche. Die wird sowas von nice. Zack, zack, zack. Let's go. Hier entlang. Dann geht's hier so runter, dann so lang. Oh ja. Ey, merkt ihr, das wird so eine coole Rutsche. Das wird die Mega-Rutsche. Die Wasserrutsche, Mega-Rutsche. Oh yeah, Leute. Und dann müssen wir hier einmal so eine Kurve reinmachen. Wow. Oh, da muss es hier einmal so lang gehen. Aber einen Moment mal. Ist diese Rutsche nice oder nice? Die ist mega nice. Und jetzt müssen wir von da oben Wasser runterlaufen lassen. So, wir schnappen uns schnell Wasser und lassen es einmal runterlaufen. Und mal schauen, ob es funktioniert. Komm schon, komm schon, komm schon. Und let's go. Wir haben unsere Wasserrutsche fertig gebaut. Oh nein, das Wasser läuft runter. Wir brauchen schnell ein Schild. Das Schild benutzen wir, um hier vorne das Wasser zu stoppen. Und boom, let's go. Dann stoppt hier vorne das Wasser. Und man kann hier entweder mit dem Boot runter oder halt auch einfach so. Wuhu, let's go. Ukri, Billy, seid ihr auch schon fertig? Ja, ich bin gerade fertig geworden mit meiner Wasserrutsche. Die ist sowas von nice geworden. Eine Wasserrutsche, warte mal. Und Billy, du? Keine Ahnung, aber ich habe eine Wasserrutsche-Frisur. Okay, Billy, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Okay, aber dann würde ich sagen, lasst uns doch mal das Cockpit bauen, oder? Das Cockpit jetzt bauen? Ey, Leute, was ist mit dem Restaurant? Wir haben doch gar kein Restaurant in so einem Flugzeug, oder nicht? Doch, ich habe eins. Oh, ich wollte auch noch eins bauen. Egal. Okay, aber dann werden wir da jetzt nutzen. Lass uns jetzt das Cockpit bauen. Wir müssen schnell losfahren. Die Monster kommen gleich. Okay, bevor wir das Cockpit... Okay, lass uns das bauen. Und danach vergleichen wir unsere Bereiche einmal. Okay, also ja, noch nicht schauen, ja? Noch nicht schauen hier vorne, was gebaut ich habe noch nicht geschaut. Ich habe noch nicht geschaut. Okay, sehr gut. Ey, Luke, du schaust so spät schon. Nein, ich schaue nicht. Ich schaue natürlich nicht. Auch schon mal das Cockpit rein. Okay, ich helfe dir gleich. Ich muss noch schnell hier die Mauer zu Ende bauen. Ja, okay, ich nehme schon mal hier Eisenblöcke und mach den Boden, damit man hier auch laufen kann. Okay, sehr gut. So. Ey, aber mach den Boden. Ja, okay, doch, das passt dort. Da ist perfekt. Dort ist perfekt. Sehr gut. Okay, ich mach kurz hier die Mauer. Ich mach die einmal hier nach oben. Ja, einmal ausfüllen. Zack. Stimmt, wir brauchen Sicherheitstüren, damit nicht einfach Leute ins Cockpit kommen können. Ja, du hast auch recht, ne? Weil es wäre gar nicht gut, wenn die da einfach da reinkommen. So, zack. Hier kommen Diamanten hin und einmal hier vorne. Am besten mit einem Sicherheitscode, Ukri. Sicherheitscode? Ja, aber nicht so 1, 2, 3, damit die da reinkommt. Was ganz was richtig kompliziert ist. Ich habe eine gute Idee. 3, 2, 1 ist ein komplizierter Code. Ja, das glaube ich, kompliziert. Darauf kommt niemand, Darauf kommt auf keinen Fall jemand. Dann machen wir auf jeden Fall gleich eine Codetür rein, Leute. Damit nicht jeder zum Pilotenteil kommen kann. Da rein, ne? Und ey, ja, Leute, genau hier vorne machen wir dann die Tür rein. So, hier vorne kommt die Tür rein. Dann machen wir hier so eine Treppe rein. Schaut mal, wir schnappen uns eine Treppe zum Cockpit. Wo haben wir hier eine gute Treppe? Hier die Eisenbrücktreppen. Ey, warte mal, Luke, schau dir das an. Vorne kommt eine Treppe. So, zack, hier alles aus Eisen. Genau. So, zack, zack, zack. Und dann kann man hier so hochgehen. Ey, das sieht cool aus, oder nicht? Ja, würde ich auch sagen, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann hier vorne. So, ey, was macht Billy eigentlich gerade, Luke? Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss noch ein bisschen arbeiten, sorry. Wie arbeiten? Okay, dann bauen wir das erstmal hier alleine. Okay, dann bauen wir das alleine, wie du willst. Ja, Billy hätte eh hier irgendwie reingepupst ins Cockpit, dann würden wir nicht starten können wegen dem. Ey, Luke, denkst du, unser Flugzeug kann gleich starten? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt noch nachgefüllt, den Tank vollgefüllt? Ja, der Tank ist vollgefüllt, alles gut, ich hab schon mal abgecheckt, okay, das alles auf. Dann sollte eigentlich alles passen, wir müssen jetzt nur noch die Steuerung einbauen. Ja, ich glaube auch, Junge. Ey, Leute, guck mal hier, let's go, wir haben hier alles fertig gebaut. Auch hier vorne einen gemütlichen Teppich hin, damit es hier nicht so leer ist. Darf ich mal sehen? Ja, okay, warte, Luke, wir lassen uns das gleich alles vergleichen. Okay, wir fangen bei Billy an und dann schauen wir einmal deins an und danach meins, okay? Ja, das machen wir so. Und ey, ich habe noch eine Sache vergessen, die ich hinmachen wollte. Ich muss ihn noch ganz schnell bauen, Luke. Okay, geh du wieder rüber. Gut, bau du mal so lange die Steuerung hin, ja? Ja, mach. Okay, okay, Luke, bau die Steuerung hin und am besten auch so ganz, ganz vielen Hebeln. Weil, weißt du, die haben ja auch immer so ganz, ganz viele Hebel hier vorne. Ja, das mache ich. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich helfe dir mal bei der Steuerung ein bisschen. Guck mal, wie findest du? So, hier einfach ba, 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 ba. Das ist die Steuerung fürs Flugzeug. Zack, die gut? Und Knöpfe natürlich auch. Knöpfe sind auch ganz wichtig. Ja, zack, hier. So. Warte mal, vielleicht noch nicht. Hier muss noch größer werden, sonst haben wir nicht genug. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Lass hier vorne, das reicht schon hier. Lass hier noch ein paar Knöpfe platzieren, hier ein. Knöpfe. Oh, jo, okay, das ist die Riesensteuerung. Alter, Luke, das ist komplett übertrieben. Du bist auch an den Seiten. Okay, ganz viele Knöpfe. Ganz, ganz viele Hebel auch. Zack, zack, zack. Zack, hier. Okay, ich glaube, das reicht erstmal, Luke. Das reicht, Junge. So viele Knöpfe können wir gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür die alles stehen. Das ist wichtig alles. Sonst können wir nicht losfliegen. Okay, wir bauen aber noch einen Stuhl, Leute. Und den tun wir hier vorne hin. Bam, bam, bam.
Okay, warte mal, hier. Ja, würde ich auch sagen. Und da kommt ein Stuhl hin. Für die Piloten und dann hier noch für die Co-Piloten. Ja, perfekt. Ey, Luke, ey, ich bin der Pilot hier ganz vorne, okay? Wir zusammen, würde ich sagen. Ja, okay, wir sind zwei Piloten. Und Speedy, wir sind da vorne dann. Das ist ein riesiges Flugzeug, das ist eine Boeing 747. Die müssen wir zusammen fliegen. Okay, lass die gleich zusammen fliegen. Aber lass jetzt schauen, was wir alles gebaut haben. Und bevor wir schauen... Okay, Billy, bist du ready? Luke, lass mich noch eine Sache bauen, okay? Ja. Komm gleich wieder. Ja, okay, ich warte hier. Ich baue noch eine Sache schnell. Okay, ich gebe dir 10 Sekunden. Was? 10 Sekunden nur? Freunde, ich wollte hier noch einen riesigen Fernseher reinbauen. Das müssen wir auch noch schnell machen. Denn, Leute, dann habe ich was, was die anderen alle nicht haben. Das ist ein richtig cooler Fernseher hier in meinem Flieger drin. Let's go. Und der kommt hier vorne hin. Das ist so ein richtiges Kino dann. Schnappen wir uns ganz, ganz schnell einen Bildschirm. Den platzieren wir hier vorne überall. Zack, zack, zack. Schnappen wir uns schnell Treppen, Leute. Quarztreppen. Die platzieren wir hier. So, zack. So, ein Bildschirm muss ein bisschen größer, Freunde. Let's go. Schnappen wir uns noch schnell den Knopf. Platzieren wir hier an der Ecke. Bam. Dann schnappen wir uns noch ein paar Bücherregale. Dann kann auch, falls jemand hier lesen will, statt einen Film schauen, kann er sich gerne hier vorne auch die Bücher schnappen und kann dann lesen ein bisschen. Zack. So, let's go. So, hier vorne kommen auch ein paar Bücher hin. Und jetzt kommen hier vorne noch die Boxen hin. Die Boxen machen wir aus Wolle. So, und den Bildschirm machen wir hier aus diesem Flatscreen. Können wir das hier so rausmachen? Das sieht cool aus, oder? Boah, Freunde. Oh, das ist der riesige Bildschirm. Let's go. Ist ein bisschen verbuggt, aber ich glaube, das passt. Wir haben den riesigen Flatscreen, Boxen, Bücher, alles, was wir brauchen, Leute. Und ich würde sagen, unser Gebiet oder unser Bereich hier, unser Diamantenbereich, Hashtag Team Diamanten, ist fertig. Okay, ich würde sagen, wir holen Luke und wir vergleichen jetzt alles. Luke, komm, schnell. Lass uns rüber zu Billy, lass schauen, was der gebaut hat, okay? Bist du fertig hier? Lass mich runter, sagen, ich kann auch allein laufen. Schnell. Okay, hier vorne haben wir als erstes Billys Bereich. Junge, Billy, ist dein Ernst? Billy. Man kann ja nur aus dem Junge, warum sind die Sitzplätze überhaupt nicht nach vorne? Das war so komisch, hä? Damit du aus dem Fenster gucken kannst. Das macht gar keinen Sinn, Billy. Ist eigentlich voll die gute Idee, aber so hat man voll wenig Platz hier vorne, oder nicht? Nein. Ja, ich dachte, ey, Luke, wo ist eigentlich dein Zoo? Hast du ihn gebaut? Nee, ich habe keinen Zoo gebaut. Ich hatte keine Zeit mehr, aber dafür habe ich diese Luxus-Sitzplätze hier. Boah, die sind ja richtig breit. Hier passt ja jeder drauf. Genau, so, hier mit einfach einer Tasche, wo man seine Sachen reinmachen kann. Und dann du hast die hier vorne. Die Tasche. Hey, genau, cool. Und dann hier ist einfach so eine kleine Bar, so ein Restaurant. Und da kann man dann Essen bekommen. Mit auch Essen kannst du reingucken. Das kannst du essen. Kuchen und Kürbiskuchen, let's go, wie lecker. Genau, Steak. Und hier die beste Attraktion. Geil, Sekunde. Und jetzt lass uns mal zusammen deine Achterbahn fahren, die du gebaut hast. Pass auf, hier, jeder von euch bekommt eins von denen. Passt auf, das fährt sehr schnell los. Zack. Ja, ich pass auf, hier, okay. Billy, für dich auch eins. Hier, zack. Ich fahr los, let's go. Und die Blöcke und die vorne sind Diamanten. Genau, und Diamanten sind für Ukri für dich. Zack, dann kommt Gold für mich. Ich mach mir zu viel Spaß. Zack, und ist also. Tag, let's go. Okay, ey, Luke, ich würde sagen, dein Bereich, dein Goldbereich ist auf jeden Fall tausendmal besser als der Pupsi-Bereich, oder nicht? Zack, und dann hier am Ende kann man einfach zu deinem Teil rübergehen. Stimmt, da kann man direkt hier rüber. Okay, Leute, jetzt seid ihr bereit. Zack. Kommt zu meinem Teil, ich share euch den jetzt vor. Ey, Leute, schreibt jetzt alle Hashtag Team Diamanten in die Kommentare. Nein, Freund, schreibt alle Hashtag Team Gold in die Kommentare. Ey, Luke, warum machst du hier kaputt, Junge? Bist du verrückt? Weil Gold halt besser ist als Diamanten. Ey, Hashtag Team Diamanten. Junge, was machst du, Luke? Hashtag Team Diamanten in die Kommentare. Nein, Hashtag Team Gold in die Kommentare. Hashtag Team Pupsi in die Kommentare. Ey, Leute, ihr wisst ja, wie das hier vorne schon aussieht, ne? Ich hab hier einen Pool, Junge. Ich hab hier die Sitzplätze. Ich hab hier vorne. Ja, das sieht wirklich richtig gut aus. Ich hab hier vorne alles gedacht. Hier vorne sind sogar Teile, wo man hier in die Kissen alles reintun kann. Hier kann man schlafen, Alter. Hier kann man sogar schlafen im Flugzeug. Und hier, guck mal, hier einfach ein Sprungbrett. Oha, wie hoch ist das? Traust dich von der ganzen Runde. Ich trau mich da gar nicht runter. Warte. Komm, Leute, spring! Let's go, zack, let's go, wow. Salto, okay, warte, ich mein Salto. Und? Warte mal, und? Oh, guck mal hier. Was? Oh, okay, das war richtig krass. Das war richtig krass. Und hier vorne ist sogar ein Fernseher. Ne? Guck mal, wie cool. Und ey, das Highlight habe ich noch gar nicht gezeigt. Schaut mal hier vorne. Hier vorne ist eine Wasserrutsche. Und? Ja, oha, wie cool. Warte, hier kann man einfach ohne Boot runter. Guck hier. Let's go. Oha, wie schnell. Billy, traut du dich auch, da runter zu springen? Nein, ich nicht. Ah, Junge, Billy traut sich nicht. Okay, Freunde, jetzt, wo ihr wisst, wie das alles aussieht, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Team Blau oder Hashtag Team Diamanten, Hashtag Team Gold oder Hashtag Team Pupsi. Für was seid ihr? Hashtag Team Diamanten. Nein, nicht Diamant. Gold natürlich. Okay, Schreude, stimmt alle jetzt in den Kommentaren ab bei uns. Okay, alle abstimmen und dann schauen wir, wer gewonnen hat, welcher Bereich. Okay, Leute, alle Hashtag Team Diamanten, Leute. Ich traue mich schnell auf jeden von euch. Die Monster kommen gleich. Wir müssen schnell los. Schnell. Ey, die Zeit ist vorbei. Oh nein, die ganzen Mutanten-Zombies kommen. Warte, was? Mutanten-Endermans, meine ich. Wir müssen losfliegen. Okay, komm. Oh nein, wir sind zu weit im Modus, Luke. Ey, du bist Co-Pilot. Ich bin Pilot. Okay, oder wir sind beide Pilot. Ja, ey, let's go. Zack, ich würde sagen, wir starten, ja. Die Maschine, Kopfschuss muss funktionieren, Leute. Die Riesenmaschine fliegt jetzt los. Let's go. 3, 2, 1, let's go. Wow. Let's go. Wir starten.
Wow, hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das, Leute? Es startet, ja. Leute! Es startet! Es eskaliert! Wow, wow, look! Ey, es Luke, was machst du? Was machst du? Guck mal, ihr, wow, wow, es rüttelt, und wir starten! Wow. Was? Wow, wir starten, Leute! Oh nein, das sind irgendwelche Scheiger, die rumfliegen! Okay, Freunde, komm schon, und abheben! Wow! Wow, was passiert da, Leute? Wir fliegen ganz nach oben! Ey, seht ihr, es funktioniert wirklich! Wow, unser Flugzeug fliegt rund, Leute! Und wir müssen gerade. Billy, was denkst du da? Was passiert hier? Okay, Leute, ich würde sagen, lasst schnell ein Like da unten, aber wir sind irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Oh, wir sind über dem Ozean. Seht ihr das? Wie cool ist das denn? Und wir fliegen hier rum, Leute, mit unserem Flugzeug. Lasst allen Like da und Abo. Aktiviert die Glocke. Unbedingt die Glocke aktivieren. Am 1. Juni kommt dann eine richtig coole Folge raus. Ah, wir dürfen nicht hier vorne landen. Soll ich hier entlang? Kommt eine richtig coole Folge raus von meinem neuen Song. #blau. Merkt euch das, Leute. Und drückt hier vorne schnell auf die nächste Folge. Let's go. Let's go. Wie cool ist unser Flugzeug geworden? Wie nice ist das denn? Wir können hier einfach abends mehr so. Alle Like und Abo da lassen. Und checkt natürlich meine Freunde ab, Luke und Billy. Und jetzt abonniert und drückt hier vorne auf die nächste Folge. Let's go. Schnell. Wuhu. Ah, wir stürzen ab, Leute. Hilfe. Ah, ah.